Das hat damit zu tun, dass man lange Zeit die Ukraine wie einen Staat zweiter Klasse behandelt hat. Hat auch damit zu tun, dass man versucht hat, die politischen Entscheidungen, die die Ukrainer in den letzten und den vorletzten Parlamentswahlen getroffen haben, durch Zwang von außen in eine andere Richtung zu bringen. Es ist kein Geheimnis, dass die Europäische Union mit der demokratisch gewählten Führung in der Ukraine keine Freude hat. Sie will eine andere Führung haben. Sie will die Frau Timoschenko wieder an der Macht haben, die derzeit im Gefängnis sitzt dafür, dass sie Milliarden veruntreut hat. Und daher möchte sie sich sozusagen in diesen Ländern aussuchen können, wer dort an die Regierung kommen darf und wer nicht. Und das ist eine Politik, die geht nicht. Wir müssen in der Europäischen Union endlich lernen, den freien Willen anderer Völker zu respektieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir nicht mit dem Anschein des Respekts vor der Demokratie auftreten. Das ist ja leicht für jedermann erkennbar. Und das ist also der Grund auch, warum es mit der Ukraine so lange gedauert hat. Und ich hoffe, dass jetzt, nach den letzten Parlamentswahlen, wo ja die frühere Regierung und der amtierende Präsident ja bestätigt wurden, dass jetzt die Europäische Union vernünftiger wird und dass man mit diesen Autoritäten versucht, eine vernünftige Politik zu machen. Das wäre jedenfalls mein Appell. Und daher wird es auch, glaube ich, an der Zeit sein, dieses Assoziierungsabkommen endlich unter Dach und Fach zu bringen.